Hallo YouTube und einen wunderschönen guten Morgen von der wunderschönen Insel Embudu. Wir starten in den nunmehr 9. Tauchtag und das bei Sonne und strahlend blauem Himmel, denn die Malediven zeigen sich endlich mal wieder von ihrer besten Seite. Ja, und das wurde auch in der Tat mal wieder Zeit, denn die letzten Tage waren, ich sag mal so, sehr verregnet und stürmisch. Nachdem wir dann alle an Bord waren und das Tauchequipment verstaut war, hieß es dann Leinen los und ab zum nächsten Außenriff. Ja, und da waren wir dann schon ein paar Meter von der Insel entfernt und Tom fiel dann beim Durchzählen auf, dass wir doch jemanden vergessen hatten. Also nochmal kurz kehrt gemacht und die Abtrünnige nebst Tauchequipment abholen. Nachdem wir dann endlich alle vollzählig waren, geht es zum Tauchspot Gully Outside. Dieser befindet sich ebenfalls im Südmale Atoll. Ja, und die Fahrzeit von Embudu aus beträgt ca. 35 Minuten. Ja, und nach einem ausführlichen Briefing durch Tom, unserem Tauchguide, geht es dann endlich in die Tiefe. Wie ihr es von mir gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin genießt das Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß.
Eigentlich hatten wir gehofft, dass bei diesem bombastischen Wetter auch die Sichtverhältnisse unter Wasser etwas besser sind. Dem war allerdings leider nicht so. Dafür gab es aber eine sehr sanfte Strömung, in der wir uns durch dieses wunderschöne Riff treiben lassen konnten. Nach einer geschätzten Tauchzeit von ca. 20 bis 25 Minuten in einer moderaten Tiefe von, na, ich sag mal so, um die 20 Metern, ging es dann etwas tiefer, so auf ca. 30 Metern, auf dieses sandige Plateau. Ja, und nachdem wir bis jetzt Schwarzspitzenriffhaie und Ammenhaie gesehen haben, haben wir jetzt hier eine weitere Art aus der Familie der Haie. Den Weißspitzenriffhai. Ist auch eher eine kleine Haiart, die gerade mal bis zu 1,80 Meter Größe erreichen kann. Aber sie haben auch eine kleine Besonderheit. Die meisten größeren Haiarten, sowie der Tigerhai, Hammerhai oder auch der weiße Hai, müssen schwimmen, um atmen zu können. Bei ihnen strömt das Wasser beim Schwimmen durch die Kiemen und der Sauerstoff wird aus dem Wasser gefiltert. Aber bei einigen anderen Haiarten, wie zum Beispiel dem Teppichhai, dem Ammenhai und hier diesem Weißspitzenriffhai, ist die ganze Sache etwas anders. Sie können auf dem Meeresboden rumchillen und pumpen aktiv Wasser durch ihre Kiemen. Dieses passiert wie auch bei den Moränen durch Öffnen und Schließen des Mauls, womit dieser Pumpeffekt ausgelöst wird. Ja, und auch diese Haie haben mehr Schiss als Vaterlandsliebe, sind eher scheu und machen sich auch ratzfatz aus dem Staub.
Ja, und am Ende eines schon sehr schönen Tauchgangs gab es dann noch diese echte Karettschildkröte. Sie ist auf den Malediven am stärksten verbreitet, steht aber trotz allem auf der Liste der bedrohten Arten. In einigen Ländern wird sie leider immer noch sehr stark bejagt und das aufgrund ihres wunderschönen Schildpads. Für die von euch, die damit jetzt nicht wirklich etwas anfangen können, also dieses Schildpad ist ein biogenes Material, was aus den flachen Hornschuppen des Rückenschildes der Schildkröte gewonnen wird. Früher war das auch in Deutschland weit verbreitet. Da gab es dann Sonnenbrillengestelle und Haarspangen aus Schildpad. In Deutschland gibt es diese Artikel immer noch, allerdings in Schildpad-Optik und aus Plastik. Aber in einigen Ländern wird halt mit dem originalen Schildpad immer noch Handel betrieben. Ja, und nachdem wir beim letzten Bootsausflug eher so übers Wasser gehüpft sind, genießen wir heute eine entspannte Rückfahrt bei strahlend blauem Himmel und Sonne pur. Ja, und das Ganze motiviert natürlich auch für den Nachmittagstauchgang, den wir nach einem leckeren Mittagessen und einer entspannten Oberflächenpause in Angriff nehmen werden. Der zweite Tauchgang des Tages führt uns dann zum Tauchspot Lisa Skiri. Ja, und das Video dazu seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.